Hallo Kali Crew! Heute gibt es meine Morgenroutine für euch. Das haben sich immer so viele in den Kommentaren gewünscht und deswegen dachte ich mir, ich mache heute mal ein kleines Update, wie momentan so meine Morgen da ablaufen, zwischen dem Moment, wo ich aufstehe, bis ich anfange zu arbeiten. Ich habe ja mittlerweile schon einige Morgenroutinen gedreht und da könnt ihr mal vergleichen, falls ihr die gesehen habt, was ich mittlerweile anders mache und was auch immer gleich geblieben ist. Mir sind da selber so ein paar Punkte aufgefallen, aber das seht ihr gleich. Und bevor wir damit starten, kommen wir zu einer Frage, dieses Mal von Sirka Heinen. Sie wollte wissen, in welches Land ich unbedingt mal reisen möchte. Oh Leute, da gibt es eine ganz lange Liste. Aber ein Land, was ich dieses Jahr eigentlich sehen wollte oder nicht konnte, aufgrund der aktuellen Lage, war Griechenland. Ich habe nämlich einen Mädelsurlaub gebucht gehabt nach Athen und es ist dann genau in diese Zeit gefallen, in der man es eben nicht mehr konnte. Ja, deswegen haben wir den leider abgesagt, aber ich denke, vielen von euch geht es genauso. Unser Leben wurde einfach so auf den Kopf gestellt von heute auf morgen und deswegen gibt es so ein New Normal mittlerweile, an das wir uns gewöhnen müssen. Und ich will unbedingt wieder reisen, sobald es richtig sicher ist, aber ja, das wäre so das nächste Land, wo ich unbedingt mal hin möchte. Aber schreibt ihr mir doch unbedingt mal in die Kommentare, welches Land es bei euch wäre. Ich bin nämlich super neugierig und gleichzeitig nehmt ihr damit an einer richtig coolen Verlosung teil, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meiner Morgenroutine und los geht's! Guten Morgen, Babe. Das ist der Moment, wo ich mich nochmal umdrehe und froh bin, dass ich nicht zur Arbeit gehen muss, weil ich von zu Hause aus arbeite. Raffi weckt mich nämlich immer um 6.30 Uhr, wenn er aufsteht und dann chill ich noch ein bisschen im Bett, bis dann meistens 7 Uhr ist und dann stehe ich auch auf. Meistens sogar am Wochenende um diese Uhrzeit, was aber nicht an Raffi liegt, sondern an Myla. Die weckt uns nämlich immer am Wochenende früher und unter der Woche schläft sie einfach aus. Es ist ein Phänomen und wir verstehen es nicht. Aber ja, mein Morgen beginnt erstmal damit, dass ich meine Palme aufmache. Falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, was es ist. Ich mache mir am Abend zuvor immer die Haare so auf dem Kopf mittendrin in einem ganz lockeren Zopf zu, was ich die Palme nenne, weil ich dadurch am nächsten Morgen keine Knicke in den Haaren habe. Und dann ist es für mich Zeit, den Wecker zu spielen. Das heißt, ich stehe auf und laufe einmal ums Bett rum herum zu Mylas Zelt. Das ist einfach so süß, wie sie morgens da drin liegt. Sie ist auch immer übelst müde und dann kraule ich sie erstmal ganz langsam und sanft wach und dann kommen ihre Yoga-Übungen. Damit übertreibe ich übrigens nicht. Also wir haben schon so oft gesagt, wir haben keinen anderen Hund jemals gesehen, der sich so viel dehnt wie Myla. Das ist echt der Wahnsinn, aber ist auch ultra süß. Und dann kommt immer erstmal unsere Kuschelstunde. In unserem Schlafzimmer haben wir nämlich noch diesen großen, kuschelig weichen Teppich und da legen wir uns morgens immer zusammen drauf, um wach zu werden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wem von uns beiden das besser gefällt, ob ihr oder mir. Ich glaube ihr. Dann wird es aber Zeit, so richtig in den Tag zu starten und das mache ich momentan immer zuerst mal mit meinem Outfit. Denn wie gesagt, ich könnte theoretisch auch den ganzen Tag beim Schlafen zu bleiben, was ich eventuell auch schon einige Male gemacht habe. Aber irgendwie gibt es mir ein besseres Gefühl, wenn ich morgens einfach mich direkt ein bisschen fertig mache und Klamotten anhabe, die man auch draußen tragen kann. Deswegen gehe ich an meinen Kleiderschrank und schnappe mir meistens irgendeine Skinny Jeans in Schwarz, weil ich dazu am meisten kombinieren kann von meinen bunten T-Shirts und schaue einfach durch, was ich an den Tag gerne tragen möchte. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann kennt ihr auch das ein oder andere davon. Zum Beispiel das hier, das habe ich ja vor kurzem mit so Tie-Dye selber gemacht. Davor war es einfach nur ganz weiß und meine Shorts übrigens auch, die waren grau davor. Da kommt übrigens bald ein Part 2 davon, weil das hat so viel Spaß gemacht. Und ihr wisst, ich liebe DIYs, vor allem wenn man aus alten Sachen richtig coole neue machen kann, so einfach. Also seid gespannt. Vom Schlafzimmer geht es dann direkt nach nebenan ins Badezimmer. Da mache ich morgens immer zuerst mal meine Gesichtspflege. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch die mal so richtig ausführlich in einem anderen Video, weil es gehören so viele Infos irgendwie dazu. Und ich teste auch gerade noch einige Produkte. Aber ganz kurz gefasst, wasche ich morgens erstmal mein Gesicht hier mit diesem Waschgel momentan. Und danach creme ich es richtig schön ein, damit ich mit Feuchtigkeit versorgt bin mit dieser Creme. Danach geht es weiter mit einem der wichtigsten Schritte in meiner Morgenroutine und zwar dem Zähneputzen. Das muss ich einfach immer morgens direkt nach dem Aufstehen machen, um ein schön sauberes und frisches Gefühl zu haben. Ich gehöre auf jeden Fall zu Team Oral-B dazu, weil ich schon super lang deren elektrischen Zahnbürsten verwende. Übrigens war ich diese Woche live auf dem Instagram-Kanal von Oral-B und habe da einen Experten zu Zahnpflegetipps interviewt. Und davon muss ich euch jetzt drei unbedingt erzählen, weil ihr sie vielleicht noch nicht kanntet. Wusstet ihr zum Beispiel, dass eine neue Aufsteckbürste eure Zähne bis zu 30% effektiver reinigen kann als eine alte? Deswegen ist es immer mega wichtig, sie einfach regelmäßig auszutauschen. Am besten alle 3 Monate. Natürlich geht das auch schon früher, wenn ihr zum Beispiel merkt, dass die Borsten durch starken Druck beim Putzen ausgefranst sind. Dann wechselt sie am besten auch direkt. Klinische Studien zeigen übrigens, dass neue Zahnbürsten mehr Plaque entfernen als abgenutzte. Deswegen sollte man sich am besten einfach angewöhnen, regelmäßig den Zahnbürstenkopf auszutauschen, um eine optimale Putzleistung zu erzielen, welche die Zähne dann gesund und sauber hält.
Und schon kommen wir zu Tipp Nummer 2. Habt ihr schon mal was von der KAI-Methode gehört? Ich bis zu dieser Woche, bis zu dem Livestream noch nicht, aber es ist super interessant. Das KAI steht für Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Das solltet ihr euch unbedingt merken, damit beim Zähneputzen nichts mehr schief geht, denn das Zähneputzen an sich ist ja so eine tägliche Gewohnheit, die man gerne schnell hinter sich bringt und dann übergeht man auch schwer zu erreichende Stellen im Mund manchmal, weil man ja es einfach vergisst oder halt so im Eifer des Gefechts nicht mehr so dran denkt. Aber mit diesem KAI im Kopf werdet ihr jetzt auf jeden Fall dran denken, das nächste Mal, wenn ihr Zähne putzt und damit wird dann kein Zahn ausgelassen. Das nächste Mal, wenn ihr eure Zähne geputzt habt, dann spuckt die Zahnpasta mal danach nur aus, anstatt sie mit Wasser auszuspülen. Denn die Fluoride in der Zahnpasta sind super wichtig zum Schutz eurer Zähne. Wenn man die Zahncreme also lediglich nur ausspuckt, anstatt auszuspülen, dann können sich diese Fluoride besser an eure Zähne anlagern und dort wie so ein Schutzschild wirken. Frisch aus dem Bad geht's dann direkt weiter in die Küche, weil ich morgens immer super durstig bin. Also ich trinke auch so immer richtig viel, auf jeden Fall 3 Liter pro Tag. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer Durst und deswegen mache ich mir ein großes Glas Wasser, beziehungsweise Becher. Ich habe mir den vor kurzem geholt und ich liebe den in meiner Lieblingsfarbe Mint und der hat auch so ein Röhrchen. Das ist vielleicht auch ein Tipp für alle von euch, die zu wenig trinken. Hilft mir auf jeden Fall, weil aus dem Röhrchen trinke ich irgendwie viel lieber und auch mehr. Und auch wenn das Wasser kalt ist jetzt im Sommer, da mache ich einfach ein paar Eiswürfel rein und dann lasse ich mir das schmecken. Raffi geht übrigens immer morgens direkt duschen und macht sich fertig. Deswegen habe ich auch immer noch 15 Minuten circa Zeit, um mein Make-up zu machen. Und genau, da habe ich einfach so ein Standardprogramm, was ich jeden Tag mache. Also ich habe da nichts super Aufwendiges, aber so ein bisschen Make-up gehört für mich einfach dazu. Dann fühle ich mich am wohlsten und sehe ein bisschen fresher aus. Tatsächlich habe ich auf TikTok vor kurzem einen Make-up-Hack gesehen, den ich seither anwende, weil ich finde, der funktioniert echt gut. Dazu benutzt man zuerst loses Puder, um damit eben das Gesicht abzupudern und das Ganze dann vor der Foundation oder Concealer, weil es damit sich schon so auf die Poren setzt und einfach so ein glatteres, ebenmäßigeres Hautbild macht. Könnt ihr ja auch mal testen, wenn ihr Lust habt, weil ich habe das davor wirklich noch nie irgendwo gehört oder gesehen. Aber ich finde es echt gut und deswegen mache ich das jetzt in dieser Reihenfolge. Und dann geht's weiter mit meinem Beauty Blender, der ist übrigens von Luisa. Und genau, da verteidige ich oder verblende ich das Ganze dann unter meinen Augen. Und ich gebe auch immer Concealer so auf die Unreinheiten in meinem Gesicht. Ich habe immer noch so ein bisschen mit ein paar Pickeln hier und da zu kämpfen, aber das ist völlig normal. Und dann geht's weiter mit einer getönten Feuchtigkeitscreme oder Foundation. Da wechsle ich immer so ein bisschen ab. Aber momentan benutze ich diese hier, damit ich nicht so weiß aussehe wie der Concealer. Der war nämlich sehr, sehr hell. Aber ihr seht, da kommt ein bisschen mehr Farbe jetzt rein. Und das verblende ich dann einfach auch mit meinem Beauty Blender. Next up sind die Augenbrauen und da benutze ich immer 2 Produkte. Das erste ist wie so eine kleine Mascara, nur eben für die Augenbrauen statt Wimpern. Da ist Farbe drin und ich kann damit einfach so durchkämmen und sie gleichzeitig schon so ein bisschen färben. Und anschließend nehme ich mir diesen Stift und gehe nochmal so die Ränder oder die Details so ein bisschen nach, wie der Bogen oben oder das Ende hinten. Seit ein paar Tagen benutze ich wieder eine Wimpernzange. Ich habe das davor Ewigkeiten nicht mehr verwendet, aber dann war ich in der Drogerie und habe die gesehen und dachte mir, warum nicht, ich probiere es mal wieder aus. Und das Endergebnis ist natürlich wieder mega schön, aber auch ein Schritt mehr in der Morgenroutine. Also mache ich das meistens, wenn ich gerade ein bisschen mehr Zeit habe, weil ja, es sieht echt schön aus und danach werden die Wimpern getuscht mit meiner Lieblingsmascara. Die benutze ich echt schon seit Jahren. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ich glaube, es gibt keine Person, die schön aussieht, wenn sie ihre Wimpern tuscht. Der Mund muss immer offen sein. Dann kommt noch ein bisschen Farbe ins Gesicht mit Bronzer und anschließend Rouge. Ich finde, es gibt mir nochmal so einen richtigen frischen Kick, um einfach wacher und fitter auszusehen. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die noch gefehlt hat. Und zwar Highlighter. Davon gebe ich super gerne einfach so ein ganz kleines bisschen direkt auf die Nasenspitze, weil ich finde, dann kommt die Form von der Nase irgendwie besser raus. Und auch noch oben auf diesen Teil. Ihr wisst, warum ich kein Beauty-YouTuber geworden bin. Und zum Schluss kommt noch mein Lieblingslipgloss, der ist von Essence. Die Farbe heißt Big Bang und ich finde die einfach so, so schön. Und das ist dann mein Everyday-Alltags-Make-up. Ja, ganz schlicht würde ich sagen, aber trotzdem frisch und damit fühle ich mich wohl und es kann weitergehen. Während wir uns fertig machen, kommt Myla dann meistens ganz langsam aus ihrem Zelt, aus dem Schlafzimmer raus und legt sich dann im Flur auf diesen Hochflorteppich. Der ist einfach super weich und sie liebt es, da sich so reinzugraben. Und dann holen wir sie da ab, ziehen sie an, dann ist wieder Zeit für unseren Morning Walk zusammen. Ich liebe es einfach, so morgens ein bisschen spazieren gehen, alle 3 zusammen. Und das Wichtigste natürlich für sie auch zu erledigen. Sorry, das musste sein, aber es ist eine Morgenroutine und das gehört einfach mit dazu. Wir haben das Glück, direkt in der Stadt, aber gleichzeitig auch super nah zum Grün zu wohnen. Das ist halt mit Hund mega praktisch und auch super wichtig für sie, weil die hat echt Power. Und da muss man sie natürlich auch fördern und oft auch rennen lassen, einfach frei sich austoben. Und das machen wir regelmäßig. Und dann wird es Zeit, für Raffi zur Arbeit zu gehen und für mich nach Hause auch langsam an meine Arbeit.
Bevor es aber losgeht, kommt erst noch mein Lieblingspart am Morgen, und zwar das Frühstück. Das muss einfach sein. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr ganz genau, dass wir seit kurzem diesen Mixer haben. Und damit kann man einfach so viele leckere Smoothies und Milkshakes machen. Ich habe seither so viel mehr Obst gegessen oder getrunken. Wie sagt man in dem Fall? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich mir immer die Sachen, die wir zu Hause haben. Meistens besteht mein Milkshake aus Bananen. Da nehme ich immer 2 Stück, schneide die einfach klein. Die sollen am besten schon so bräunlich außen sein, weil sie dann super süß sind und auch schön weich. Die gebe ich zuerst rein und anschließend kommen Himbeeren. Da nehme ich immer 2 Hände voll und anschließend auch noch eine Handvoll Mangos. Und dann muss ich das Ganze schon ein bisschen nach unten drücken, weil ich nehme immer ziemlich viel, wie ihr sehen könnt. Aber es schmeckt einfach so gut, deswegen mache ich mir immer eine größere Menge und schnapp mir dann aus dem Kühlschrank noch Joghurt und Milch. Ihr wisst, ich ernähre mich vegan, deswegen habe ich hier Kokosjoghurt und Hafermilch. Aber man kann das natürlich mit jeder x-beliebigen Milch machen, falls ihr das Rezept auch mal ausprobieren wollt. Da gebe ich auf jeden Fall einen guten Schuss dazu, damit es dann später auch schön flüssig und nicht so dick wird. So mag ich es auf jeden Fall am liebsten. Das Ganze zudrehen und dann ab in den Mixer. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wartet Myla genau neben mir auf ihr Futter. Das bekommt sie natürlich auch gleich, damit wir zusammen frühstücken können. Aber vorher muss sie immer ein paar Kommandos machen. Myla, Pfötchen? Super! Anderes Pfötchen? Ja! Yeah. Myla, dreh? Fein! Und los! Währenddessen gehe ich dann rüber ins Wohnzimmer und schaue, was ich eventuell alles auf Social Media über Nacht verpasst habe. Meistens zuerst mal Instagram, alle neuen Bilder, Stories und natürlich eure Verlinkungen und Nachrichten. Es ist einfach immer so cool zu sehen, wenn ihr meine DIYs oder Bullet Journals nachmacht, also verlinkt mich bitte unbedingt immer drauf. Dann schaue ich noch meine Geschäfts-E-Mails durch, wem ich antworten muss oder schaue, was heute so ansteht und trinke nebenher natürlich noch meinen Smoothie. Sobald der verputzt ist, ist meistens 8 Uhr morgens. Das heißt, ich lege mein Handy jetzt auf die Seite und dann... Schwupp, dann fange ich an zu arbeiten. Das heißt, ich setze mich hier an den Tisch und produziere Videos für euch, um euch hoffentlich damit glücklich zu machen. Und da sind wir auch schon beim richtigen Stichwort, denn ich habe noch eine richtig coole Verlosung für euch von Oral-B. Die haben nämlich dieses coole Lifehack hier zugeschickt, denn wir müssen ja uns ja alle mittlerweile an so ein New Normal eben gewöhnen. Wie gesagt, meine Zahnpflege bleibt gleich. Die mache ich echt schon seit Jahren immer mit Oral-B-Zahnbürsten. Ich liebe die einfach. Ich habe nie so ein sauberes Gefühl wie nach diesen elektrischen Zahnbürsten. Aber im Alltag haben sich einfach ein paar Sachen umgestellt und da sind Produkte drin, die ich euch zeigen wollte und die könnt ihr dann gewinnen. Da drin ist zum Beispiel eine Mundschutzmaske. Die brauchen wir ja gerade alle, wenn wir einkaufen sind. Und als kleiner Lifehack, weil ihr habt ja sicherlich alle schon eine, legt die einfach ins Auto, weil vielleicht geht es euch auch so wie mir. Ich habe es manchmal vergessen und dann war ich schon vom Einkaufsladen gestanden und hatte keine. Aber so seid ihr ausgerüstet und habt einfach eine zweite immer parat. Und apropos Einkaufen, hier gibt es auch noch einen coolen Oral-B-Chip, damit ihr euren Wagen holen könnt und kein Kleingeld anfassen müsst, um einfach ein bisschen hygienischer zu bleiben. Und ich bin mir sicher, einige von euch sind auch auf Homeworkouts umgestiegen, weil die Gyms ja geschlossen hatten. Deswegen haben sie mir noch diese total schöne Yogamatte mitgeschickt und auch noch ein paar andere coole Produkte, die uns, wie gesagt, in unserem New Normal Life begleiten sollen. Also falls ihr die gewinnen wollt, dann lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, in welches Land ihr gerne mal reisen würdet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und übrigens gibt es bei Oral-B gerade richtig gute Rabatte, noch bis zum Ende des Monats, also nur noch ein paar Tage. Schaut sie euch deshalb unbedingt an. Ich habe euch dazu einen Link in die Infobox gesetzt. Und ja, das war meine Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen oben dafür da. Das hilft mir immer sehr viel weiter. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute!